Hallo liebe Reisefreunde. Nachdem wir euch in unserem anderen Video die schönsten Städte gezeigt haben, möchten wir euch hier einmal die schönsten Orte bzw. ja, Spots am Lago Maggiore zeigen, wo ihr auch richtig schöne Fotos schießen könnt. Am besten schaut ihr euch beide Videos an, das ist Nummer 2. Viel Spaß damit. Und vergesst nicht, uns einen Daumen hoch zu geben und uns auf Instagram und YouTube zu abonnieren. Also, wir sind jetzt hier vor der Funivia, also vor der Gondel vom Sasso del Ferro. Und ja, wir fahren jetzt mit der Gondel nach oben und es ist eine ganz besondere Gondel. Ihr werdet es gleich sehen. So, wir haben es jetzt geschafft und sind in der Gondel. Wir sind übrigens von Laveno Mombello hochgefahren, das sieht man gleich im Hintergrund. Filmt die Carina gleich mal um 180 Grad nach hinten. Schon jetzt hat man eine richtig, richtig krasse Aussicht, also sieht mega schön aus. Und wir haben gerade erfahren, dass im Sommer bis 22.30 Uhr die Gondeln hin und zurück fahren. Bedeutet, wir können den Sonnenuntergang oben sehen. Und das sieht sicher richtig cool aus. Freue mich voll. Ja, wir sind jetzt hier oben angekommen. Es gibt hier auch ein Restaurant. Ich glaube, es gibt hier auch sogar ein Hotel. Man kann hier sogar übernachten. Und von dort aus fliegen auch immer Paraglider. Also wer Lust hat auf Paragliding, kann natürlich auch von hier oben starten. Ihr könnt hier auch sogar bis nach Mailand blicken, dort hinten. Man kann es jetzt nicht gut erkennen wegen der Actioncam. Aber ja, man kann auf jeden Fall bis nach Mailand blicken und man hat hier auf jeden Fall super viele schöne Wanderwege. Man kann hier auch hochlaufen, man kann runterlaufen, man kann beides auch machen. Und ja, es ist auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Aussicht. Der Besuch lohnt sich sehr. Auf jeden Fall. Wie ihr sehen könnt, habt ihr vom Sasso del Ferro eine wunderschöne Aussicht. Die Gondelfahrt hoch und runter kostet euch 10 Euro pro Person. Hier oben könnt ihr übrigens auch etwas essen und trinken. Und habt eine wunderschöne Aussicht auf die Dufour-Spitzen. So, wir haben jetzt das Abendlicht hier noch benutzt. Beim Santa Caterina del Sasso. Das ursprüngliche Kloster ist in die Felswand eingebaut und wir sind jetzt mit dem Boot hier, aber man kann das auch super mit dem Auto erkunden. Santa Caterina del Sasso liegt direkt neben Laveno Mombello und ist von dort aus auch mit dem Auto zu erreichen. Vor allem bei Sonnenuntergang kann man hier ein schönes Fotolicht genießen und die Gegend erkunden. Wir haben einen neuen Tag und wir sind jetzt in Feriolo angekommen. Das ist ein Ort hier am Lago Maggiore und dieser Ort ist ganz besonders, denn an diesem Ort gibt es erstens Sandstrand, das ist schon mal richtig cool, und zweitens gibt es an diesem Ort hier das klarste Wasser am Lago Maggiore. Und vielleicht könnt ihr das hinter mir auch schon so ein bisschen erkennen. Hier kommt ein Gebirgsfluss von irgendeinem Berg herunter und das Wasser ist super, super hellblau. Also wir werden hier gleich mal mit der Drohne hochfliegen und dann könnt ihr das auch sehen. Hannes ist auf jeden Fall schon im Wasser, wie ihr es vielleicht sehen könnt. Ich hoffe, man sieht's. Wir sind jetzt wieder mit dem Boot hier. Man kann hier aber auch ganz, ganz einfach mit dem Auto hinkommen. Entweder, wenn ihr von Laveno kommt, könnt ihr die Fähre nach Intra nehmen und rüberfahren. Oder wenn ihr von Stresa oder irgendwo im Süden kommt, dann könnt ihr auch ganz einfach mit dem Auto hier hinkommen. Hier gibt es auf jeden Fall auch einen Campingplatz. Da kann man mit dem Camper schlafen, genau. Also hier gibt es auf jeden Fall genügend Möglichkeiten auch hinzukommen und normalerweise ist dort auch ein Strand, nur momentan ist es leider nicht so, weil ja Hochwasser ist. Wie gerade schon erwähnt, ist Feriolo sehr gut mit dem Auto zu erreichen.
Ferriolo liegt zwischen Intra und Stresa und ist von der gegenüberliegenden Seite von Lavino Mombello mit der Fähre zu erreichen. Das Wasser des Bergflusses ist super hellblau. Aber Vorsicht, das Wasser ist nicht zur Warmdusche. Es ist eiskalt. So, nachdem wir jetzt in Ferriolo waren, machen wir uns jetzt auf den Weg gleich ins Valle Verjasca. Das ist ein... Ich kann es bis heute noch nicht aussprechen. Warte, Valle Verjasca. Verjasca. Naja, auf jeden Fall ist es ein Tal, wo, wie würdest du es beschreiben, ganz blaues Wasser runterkommt. Das ist eine Art Gebirgsbach mit großen Steinen, die in dem Gebirgsbach liegen. Das Wasser leuchtet dann so türkisblau. Und ich meine mich sogar zu erinnern, dass einmal eine Influencerin dorthin gereist ist, ein Bild gepostet hat und seitdem beschweren sich die Anwohner, dass es dort so voll ist. Und ich hoffe natürlich, dass es jetzt dort nicht ganz so voll ist und dass wir auch die Natur genießen können, dass die Leute sich dort natürlich auch an die Regeln halten und ihren Müll mitnehmen. Ja, auf jeden Fall war ich als Kind ganz, ganz oft da. Jetzt war ich sehr, sehr lange nicht mehr da und du warst auch schon einmal da, ne, mit deiner Familie. Vor 8,5 Jahren. In dem Jahr, als wir uns kennengelernt haben. Da war ich noch ganz, ganz klein. Genau, für alle, die es nicht wissen, wir haben uns nämlich hier am Lago Maggiore kennengelernt. Bella! Jetzt an unserem ersten Stopp angekommen und zwar an der Staumauer und erklär mal, was ist hier passiert? Ich glaube, hier ist mal James Bond runtergesprungen oder so. Oh yes. Also hier kann man auf jeden Fall Bungee Jumping machen, was wir natürlich jetzt heute nicht machen werden und was wir auch noch nie gemacht haben. Aber ja, für all die Abenteuerlustigen unter euch, ja, kann man hier auf jeden Fall Bungee Jumping machen. Die Staumauer am Eingang des Verjasca-Tals ist mit einer Höhe von 220 Metern eine der höchsten Staumauern der Welt. Ein Sprung von dieser überwältigenden Mauer kostet euch nicht nur knapp 190 Euro, sondern auch super viel Überwindung. So, wir haben jetzt nach langem Suchen endlich einen Parkplatz gefunden. Also hier ist es wirklich sehr voll. Und wir sind jetzt auch nicht an den Hauptspot gegangen, sondern wir gehen jetzt an einen nicht so vollen Ort und mal schauen, wie es dort ist. Wir sind nun an einem etwas ruhigeren Platz unterhalb der zweibögigen Römerbrücke. Hier ist das Wasser mindestens genauso türkisblau und das Wasser ist super erfrischend. Wir sind jetzt nochmal an der bekannten Steinbrücke ausgestiegen, um euch das auch nochmal kurz zu zeigen. Aber hier ist es auf jeden Fall super voll. Deswegen ja, war es gut, dass wir eben zum anderen Spot gegangen sind. Und wir wollten jetzt gleich nochmal zum Wasserfall hochfahren. Ich hoffe, wir schaffen das noch, weil wir haben mittlerweile schon 5:30. Aber es sollte eigentlich nichts dagegen sprechen. Die Glocken läuten. Und ich hole mir jetzt noch ein Eis. Wir sind jetzt endlich angekommen in Sonnonio und ja, wir suchen jetzt gleich den Wasserfall, also wir sind gerade auf dem Weg. Die Leute haben uns schon gesagt, dass wir hier in die Richtung müssen und ja, hier ist es auf jeden Fall nicht so touristisch. Es ist aber ein bisschen kälter, wir haben aber jetzt mittlerweile auch schon 5:45, also von daher, ja, die Sonne geht gleich unter und dementsprechend habe ich mir was angezogen, aber ich nehme immer an, dass es gleich, bis wir dort sind, auch wieder relativ warm ist. Der Wasserfall Cascada de la Froda ist optisch nicht nur der Hammer, sondern hat auch eine wunderschöne Landschaft um sich herum. Im Sommer laufen hier auch überall Gämse herum. Leider waren wir dafür etwas spät dran. Wir sind jetzt hier auf der Isola Bella und ihr kommt hier auf jeden Fall von Stresa, Intra oder Laveno rüber. Den genauen Preis gucke ich nochmal für euch nach. Aber diese Insel hat auf jeden Fall einen botanischen Garten und es gibt drei Inseln von den Bohemänischen Inseln. Also ja, auf jeden Fall einen Besuch wert.
Die Isola Bella ist wie eben schon erwähnt von Stresa, Intra oder Lavino mit der Fähre zu erreichen. Je nachdem, von wo ihr kommt, zahlt ihr einen unterschiedlichen Preis. Wenn ihr von Lavino fahrt, ist es am teuersten und ihr zahlt 14 Euro pro Person hin und zurück. Generell habe ich euch aber auch einmal den Ticketplan der Fährenverbindungen am Lago Maggiore in die Videobeschreibung gepackt. Nun noch zum Botanischen Garten der Isola Bella. Wir waren sehr spät dort, sodass wir leider nicht mehr rein konnten. Wenn ihr jedoch trotzdem Interesse habt, kostet euch der Eintritt hierfür 18 Euro pro Person. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und folgt uns auf Instagram oder auf YouTube, um auf dem aktuellen Stand zu sein, wo es bei uns als nächstes hingeht.